Schön, dass Sie mit uns feiern. Herzlich willkommen am 4. Advent zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wochenspruch für diese Woche, quasi als ein Leitvers, unter dem diese Tage der Woche stehen, aus Philipper 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Nahe ist auch der 24. Dezember, und ich hoffe, Sie haben Ihre Geschenke schon. Wenn nicht, habe ich hier einen Last-Minute-Tipp. Meine Frau hat mir letztes Jahr diese Outdoor-Bibel geschenkt, eine Bibel quasi als Landkarte. Zerreißfest, feuerfest und tränenresistent, sprich wasserfest, die Outdoor-Bibel, um in der Wildnis des Lebens drinnen oder draußen zu überleben. Ich fand das eine schöne Idee. Schön, dass Sie bei uns sind und mit uns feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie jeden Adventsgottesdienst möchten wir heute wieder mit dem schönen Lied beginnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Psalm 102 ist überschrieben mit den Worten: Herr, höre mein Gebet. Lassen Sie uns diesen Psalm miteinander beten. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist. Und die Stunde ist gekommen. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen, um die Königreiche dem Herrn zu dienen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lassen Sie uns beten. Wir warten auf dich, Herr, besonders in dieser Zeit. Lass uns dein Licht sehen, das unseren Weg hell macht. Lass uns die Menschen sehen, die im Dunkeln leben. Schenke uns den Funken Licht, den wir für uns und andere brauchen, damit unsere Welt heller und wärmer wird. Um dies bitten wir dich heute. Amen. In der Bibel, in Johannes 12, Verse 44 bis 50 steht: Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Zu Gast in der Stunde des Höchsten ist heute ein ganz besonderer Mensch, Wolfgang Heimrath. Er arbeitet bei uns in den Ziegloschen in der Behindertenhilfe. Aber das war nicht immer so. Er hat als 1-Euro-Jobber bei uns angefangen. Was es damit auf sich hat, wie er da rausgekommen ist und wie er zu einem neuen, sinnerfüllten Leben gefunden hat, erzählt er mir heute im Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Heimrath. Ich freue mich auch. 1-Euro-Jobber. Das stelle ich mir jetzt mal so vor, dass dem etwas vorausgegangen sein muss. Ein Job, den man verloren hat auf irgendeine Art und Weise, wo man dann auf der Straße stand und wo man dann vielleicht doch eine Chance noch bekommen hat. Was ging denn bei Ihnen dieser Zeit als 1-Euro-Jobber voraus? Die Arbeitslosigkeit, 4,5 Jahre Arbeitslosigkeit, 4,5 Jahre Versuche, Arbeit zu finden. Die Versuche gingen bis zum Schwarzwald hinauf, wo ich bei der Tochter 14 Tage gewohnt und gelebt habe und da nach Arbeit gesucht habe. Das Frustrierende war immer das, dass also keine Begründung da war, warum ich nicht genommen wurde. Die einzige Begründung war immer das, sie sind zu alt. Das war so frustrierend, weil keine, nicht wegen meiner Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten, sondern sie sind zu alt. Das heißt, Sie kamen aus einer Arbeit raus, ja, wo Sie mit viel Fleiß, mit, ja, viel Freude auch dran waren. Ja. Und man arbeitete auch gerne im Leben. Und ich war im Gerüstbau vorher. Und dann stürzt man plötzlich so ins Nichts. Ja. Arbeitslos werden, die Firma hat zugemacht, war keine Aufträge mehr da.
Und dann stand man da, Schulden am Hals, eine Frau zu Hause, die ja auch leben will, mhm. Miete zahlen, Strom zahlen. Und das Geld wurde rapide runter. Und das Ganze nicht mal so kurz ein, zwei Monate, sondern viereinhalb Jahre, sagen Sie? Viereinhalb Jahre. Bei fast 800 Bewerbungen. 800 Bewerbungen? Ja. Da vergeht einem doch A, die Lust. Ja. Und irgendwann verliert man auch die Hoffnung. Ja. Weil und irgendwann hat man auch überhaupt keine Lust, man will aufgeben, oder? Ja. Nicht? Weil irgendwo ist man so frustriert, auch wütend, auch zornig, weil man einfach keine Begründung dafür sieht. Weil über 50 Jahre sein ist keine Begründung, warum ich nicht arbeiten kann, in meinen Augen. Ich habe im Gerüstbau geschafft, 4 Jahre. Und es ist ein harter Job und da habe ich 4 Jahre geschafft. Mhm. Oft 16 Stunden am Tag im Sommer. Mhm. Und habe das auch immer wieder durchgezogen. Und auf einmal heißt es, Sie sind zu alt, Sie können nicht mehr schaffen. Mhm. Was macht das mit einem, wenn man solche Botschaften aushalten muss? Man wird wütend und irgendwann verliert man auch die Lust und sagt, was soll's, bleibst halt zu Hause, hockst da, lebst auf Sozialkosten, was soll's. Es kommt wirklich die Zeit, wo man sagt, ich will nicht mehr. Was soll ich da hingehen und mir wieder anhören, Sie sind zu alt. Mhm. Wo wirklich danach sagt, es reicht. Mhm. Was hat Sie am Leben gehalten oder was hat Ihnen geholfen, nicht alles aufzugeben und an den Nagel zu hängen? Das war einfach eine Familie aus der Nachbarschaft, die plötzlich da bei mir vor der Tür stand, brachte uns Brot, Butter, Kaffee und alles Mögliche an Lebensmitteln, weil sie irgendwie erfahren hatten, dass wir am Minimum sind. Mhm. Die kamen einfach vorbei, brachten die Lebensmittel, sagten tschö und gingen wieder. Mhm. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Fremde Leute, die kennt man nicht, nie vorher gesehen, nie mit denen gesprochen, die stehen auf einmal da und bringen einem was. Und da habe ich gedacht, wenn das so ist, dann kann man ja vielleicht auch was anderes noch schaffen. Mhm. Vielleicht kommt dann noch mal die Möglichkeit, dass man Arbeit kriegt, dass man wieder was tun kann. Mhm. Mhm. Das heißt, Sie haben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Sie haben dann die Chance bekommen, als 1-Euro-Jobber in der Diakonie zu arbeiten. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, das wusste ich da auch noch nicht. Es kam dann eben vom Amt die Person, die sagte dann eben, gut, wir könnten Ihnen das anbieten, dass Sie mal für 1 Euro ein Jahr lang schaffen können, dass Sie mal wieder was tun können. Und ich habe natürlich gesagt, klar, ich muss raus, es muss was passieren, weil ich einfach da stand und wirklich schon so weit war, dass ich raus wollte, nach Arbeit suchen wollte, vor der Haustür stand und ich kam nicht raus. Mhm. Es war absolut nichts mehr drin. Mhm. Ich habe die Türklinke in der Hand, aber ich kriegte die Tür nicht auf. Der Rückwärtsgang ging noch, aber nicht mehr vorwärts. Und dann kommt eben die Chance, dass man wenigstens wieder etwas tun kann. Und so habe ich den 1-Euro-Job angenommen. Ich wusste nicht, was kommt, ich wusste nicht, was ich für Arbeit machen kann dort. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich nehme es an, ich mache erstmal was dort. Sie sind dann bei den Zieglerschen gelandet, in der Behindertenhilfe. In der Tagesstruktur, ja. Das heißt, Sie haben mit geistig, körperlich behinderten Menschen zu tun gehabt. Waren Sie zunächst mal geschockt von dem, was kam? Nein. Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen, auch nicht mit Behinderten. Das war es nicht. Ich wusste nur nicht, was kann ich da tun. Mhm. Man war misstrauisch. Was kann man überhaupt da tun? Geht da überhaupt irgendwas? Mhm. Und ich wurde dann von den damaligen Kollegen, von dem Werkstattleiter, von Herrn Ziegler und von Herrn Hans Ruf und eines anderen belehrt, dass man viel tun kann. Dass man viel tun kann. Sie haben ein Stück weit Selbstbewusstsein wieder erlangt. Ja. Auch ihre Würde zurückerobert. Ja, auch mit den Behinderten eben, wo viel Dankbarkeit zurückkommt, mhm. wenn man etwas gibt, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, was selber zu tun, was selbstständig zu schaffen, mhm. durch Vorrichtungsbau und alles, was ich vorher nicht kannte. Das habe ich mir halt selber angeeignet dann im Laufe der Zeit. Und die Dankbarkeit dafür, dass die Leute sagen, hey, das war super, dass ich das machen kann. Die Zeit als 1-Euro-Jobber ist in der Zwischenzeit vorbei. Die ist vorbei, ja. Sie sind bei den Zieglerschen geblieben, Sie sind weiterhin mit geistig behinderten Menschen zusammen. Ja. Was macht das mit Ihnen, dass Sie jetzt wieder in Brot und Arbeit stehen? Nun, ich bin selbstbewusst geworden wieder. Das heißt, ich kann wieder leben, ich kann offen über die Straße gehen, ohne immer zu denken, naja, das sieht man mir schon an, dass ich ein Sozialempfänger bin und. Sondern ich kann wieder offen und frei durch die Welt laufen. Und ich habe die Freude, dass ich mit Menschen arbeiten kann,
für die es sich lohnt, was zu tun. Das macht sehr, sehr viel Freude, mit unseren Senioren zu schaffen, für sie was zu tun, mit ihnen zusammen zu schaffen, mit ihnen Spaß zu haben. Das macht sehr, sehr viel Freude und es macht mich ein ganzes Stück auch glücklich. Dass Ihr Leben aus so einer Krisensituation herausgekommen ist und Sie wieder Boden unter den Füßen haben, wem oder was schreiben Sie das zu? Dem Zufall, dem Glück? Nein. Oder gibt es für Sie auch sowas wie etwas Religiöses? Das war eine Zeit, wo ich wirklich unten am Boden war, wo ich wirklich nur noch gedacht habe, oh Herr, was soll ich tun? Es geht nichts mehr. Wo ich wirklich auch zum Glauben zurückgefunden habe, auch gerade durch die Nachbarn, die einfach gekommen sind und haben einem geholfen. Ohne Wenn und Aber, kein Wort weiter. Nur da habt ihr und sind gegangen. Und das hat mir auch wieder ein Stück weit zum Glauben zurückgeführt. Zu Gott und zu Jesus Christus. Herr Heimrath, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren hier. Eine ermutigende Mutmachgeschichte mitten im Advent. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Ich bedanke mich auch. Gottes Segen auch für Ihre Arbeit. Ja. Und dann vielleicht bis mal wieder. Gerne. Ein Freund öffnete die Kommodenschublade seiner Ehefrau und holte ein kleines, in schönem Geschenkpapier verpacktes Päckchen heraus. Es ist nicht irgendein Päckchen, sondern ein Päckchen mit einem wertvollen Inhalt darin, nämlich einer wertvollen Kette. Zeigt mir diese Kette und sagt zu mir, diese kaufte ich, als wir zum ersten Mal in New York waren. Das ist jetzt 8 oder 9 Jahre her. Sie trug die Kette nie, sie wollte sie für eine ganz besondere Gelegenheit aufbewahren. Und jetzt, glaube ich, ist der richtige Moment gekommen. Er näherte sich dem Bett und legte die Kette zu den anderen Sachen, die von dem Bestattungsinstitut mitgenommen wurden. Seine Frau war gestorben.
Als er sich zu mir umdrehte, sagte er, bewahre nichts für einen besonderen Anlass auf. Jeder Tag, den du lebst, ist ein besonderer Anlass. Ich denke noch immer an diese Worte. Sie haben mein Leben verändert. Lassen Sie kein Geschenk, das Sie erhalten, unausgepackt. Bewahre nichts auf für irgendwann, sondern lebe jetzt. Was ist das ganze Advents- und Weihnachtsgeschehen anderes als ein großartiges Geschenk von Gott an Sie und an mich? Gott schenkt uns seinen Sohn, Jesus Christus. Warum eigentlich? Zum einen, um uns Menschen durch Jesus Christus zu zeigen, wie Gott in seinem Herzen über uns denkt. Er hat Gedanken des Friedens für unser Leben und nicht Gedanken voller Leid, voller Mühsal, voller Last. Gott denkt gut über uns und wirbt um unser Vertrauen. Zum anderen schenkt er uns Jesus Christus, um uns Menschen dadurch zu zeigen, wie ein Weg aussehen kann, damit mein Leben gelingt. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich mit meiner Schuld zurechtkomme, mit dem, was ich schuldig bleibe und schuldig bin, wo ich immer wieder etwas schuldig bleibe oder wo ich immer wieder schuldig werde. Durch Jesus schenkt uns Gott die fantastische Möglichkeit, immer wieder neu anfangen zu dürfen. Bei Null, ohne negative Vorzeichen, ohne negativen Nachwirkungen von früher. Es ist fantastisch, wenn man im Leben immer wieder neu anfangen darf. Gerade da, wo einem etwas misslungen ist, wo etwas festgefahren ist, wo nichts mehr geht, wo etwas alt und eingesessen ist, wo die Hoffnung und der Glaube an das Gute völlig verschüttet wurden. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir würden dieses Geschenk niemals auspacken. Wir würden es in irgendeiner Schublade aufbewahren, eventuell bis die Zeit im Leben kommt, wo man für religiöse und spirituelle Fragen sowieso offener ist, also vielleicht kurz vor dem Lebensende. Oder weil man sich schlicht und einfach in gewohnter Manier selber helfen will und sich zurechtbringen möchte, was uns ja meistens nicht gelingt. Die Geschichte vom Freund und seiner verstorbenen Frau und von dieser Kette macht deutlich, dass es sich lohnt, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Und wirklich hier und heute, jetzt schon das Leben so gut wie möglich zu genießen. Eine Kette gehört getragen. Kristallgläser gehören auf den Tisch und nicht in die Vitrine. Die neue Jacke gehört getragen und nicht aus Angst vor Schmutz und Wertverlust in den Schrank. Aufbewahren, wegschließen, irgendwann einmal, in einem anderen Tag vielleicht, in einem ganz besonderen Moment. Nein, heute ist dieser ganz besondere Tag. Heute ist der besondere Moment. Es wäre unpassend, für ein wertvolles Geschenk, wie Gott uns eines macht, zu Weihnachten, es wegzuschließen, es nie zu gebrauchen, es zu vertagen. Und es nützt auch nichts, wenn wir das Geschenk von Jahr zu Jahr neu ausgraben und wie einen Tannenbaum oder eine Weihnachtskrippe dann aufbauen und 7 oder 10 Tage bestaunen und dann wieder wegpacken für nächstes Jahr. Das Geschenk Gottes ist ein Geschenk für den Alltag. Dieser Sohn, den er uns geschenkt hat, der ist alltagstauglich und will sich in unserem Alltag bewähren. Wie heißt es in Jesaja 9, Vers 5? Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Gott schenkt uns seinen Sohn und das will der Friedefürst sein in unserem Alltag für alle alltäglichen Momente. Der Friedefürst möchte mir begegnen in meiner kleinen und großen Welt. Mitten in Bagdad, wo ein Auto explodiert und 150 Menschen in den Tod reißt. Mitten in Somalia, wo der Hilfskonvoi wieder einmal zu spät ans Ziel kommt und 20 Kinder sterben. Mitten am S-Bahnhof in Solln, wo ein Kreuz steht mit einem Namen drauf, Dominik Brunner. Einer, der zu Tode geprügelt wurde. Mitten in all diese Friedenssehnsucht schenkt Gott seinen Sohn, den Friedefürst.
Und er schenkt uns den Gottheld. Von diesem Gottheld dichtet Susanne Niemeyer: Mein Gottheld, du haust die Dinge nicht kurz und klein. Du flüsterst Mutparolen in mein Herz. Du füllst Blei in meine Beine, wenn ich standhalten will. Den Angreifern gibst du keines auf die Mütze, aber du stehst bei den Schwachen und machst sie stark. Du zeigst nicht, wo es lang geht. Du bist der Weg. Die Seelenmonster unter meinem Bett vertreibst du. Und in meinen Träumen machst du mich groß. Du bist Nachtvertreiber, mein Gottheld, mein Ich bin da. Und Gott schenkt uns in seinem Sohn den Ewigvater. Den Ewigvater, den Ich bin immer da für dich. Heinz Pangels drückt es in einem Gedicht so aus: Ich bin bei dir, lange bevor du warst. Ich war da, als du wurdest. Ich habe dich gewollt. Ich bin bei dir, seit du bist. Ich bin bei dir, seit du fühlst und empfindest. Ich bin bei dir, wenn Zweifel dich zermürben. Ich bin bei dir, wenn Kummer dich drückt. Ich bin bei dir, wenn du krank bist und Schmerzen dich plagen. Ich bin bei dir, wenn es dunkel um dich wird. Ich bin bei dir, wenn du blind oder gebrechlich bist. Ich bin bei dir, schenke dir Heilung, Licht und schenke dir Halt. Ich bin bei dir, wenn Sorgen dir zusetzen. Ich bin bei dir, wenn Not in deinem Hause wohnt. Ich bin bei dir, wenn du vor dir und deinen Problemen fliehst. Ich bin bei dir an jedem neuen Morgen. Ich bin bei dir an jedem deiner Tage. Ich bin bei dir, wenn du dich freust und wenn du glücklich bist. Ich bin bei dir. Ewig, ewig Vater, was für ein Geschenk. Und Gott schenkt uns in seinem Sohn auch den Wunderrat. Was ist das, der Wunderrat? Er kommt hinein in unsere Ratlosigkeit, mitten hinein in unsere vielen Beratungen, mitten hinein unter die Ratsuchenden. Er kommt mit Rat und Tat, kommt nicht mit einem 0815-Ratschlag, sondern mit einem Wunderrat. Wir werden uns wundern, wenn wir ihn um Rat fragen und wenn er uns berät. Es war letztes Weihnachten. Meine Frau hatte mir einen digitalen Bilderrahmen geschenkt. Und nach einem Jahr, jetzt vor kurzem, fragte sie mich: Du, was ist eigentlich aus diesem digitalen Bilderrahmen geworden? Ich musste ihr sagen: Schatz, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich habe mich auf die Suche gemacht. In der Zwischenzeit habe ich dann den Rahmen doch wieder gefunden. Allerdings muss ich bekennen, dass meine Frau ziemlich traurig war, dass ich mit ihrem Geschenk, wo sie sich viele Gedanken drüber gemacht hat, einfach so umgegangen bin, es so missachtet habe, diesem Geschenk gar nicht die richtige Beachtung und Würdigung entgegengebracht habe. Manches wird vergessen, manches Geschenk wird ignoriert, manches wird in der Schnelllebigkeit einfach übersehen, spielt gar keine Rolle mehr. Der Umgang mit Geschenken kann verletzen. Den, der sich viel gedacht hat bei solch einem Geschenk. Ich bin Gott ehrlich gesagt dankbar darüber, dass er sich bisher noch nicht beleidigt zurückgezogen hat, obwohl wir Menschen sein Geschenk ganz oft so gut wie gar nicht beachtet haben. In der Bibel, in Johannes 1 und dem Propheten Jesaja heißt es einmal: Keiner nahm Notiz von diesem Gottesgeschenk von Christus. Keiner beachtete ihn. Keiner achtete es für ein wertvolles Geschenk, was Gott uns da schenkte. Gott sei Dank zieht sich Gott nicht beleidigt und verletzt zurück. Im Gegenteil, sein Angebot, sein Geschenk macht er uns aus Liebe quasi jedes Jahr neu. Deshalb feiern wir Weihnachten. Christus, der Sohn Gottes, das Geschenk Gottes an uns Menschen.
kommt hinein in unsere Welt, kommt hinein mitten in unseren Alltag und will dort Frieden schaffen. Amen. Lassen Sie uns beten. Gott, du kommst anders, als wir es erwarten. Lass uns das Kleine nicht übersehen, indem du dich zeigst. Den Schöpfer der Welt als Säugling am Rand der Welt. Wir bitten dich für die Menschen, die enttäuscht sind und müde, weil ihre Sehnsucht nicht erfüllt wurde, weil Hektik oder Streit keinen Raum ließen. Lass sie erfahren, dass du ihnen nahe bist. Wir bitten dich für alle, die gerade jetzt an Weihnachten spüren, dass sie jemanden verloren haben, der ihnen wichtig war. Lass dein Licht auch in ihre Dunkelheit leuchten. Wir bitten dich für die, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Du übersiehst niemanden. Hilf uns, dass auch wir die Not wahrnehmen und tun, was uns an unserem Platz möglich ist. Nun beten wir gemeinsam, so wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun gehen Sie als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen tiefen und guten Frieden. So geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Obwohl du längst erwachsen bist, wird in dir ab und zu das ausgelassene, fröhliche Kind lebendig. Dann lässt du dir von niemandem vorschreiben, wie du dich benehmen sollst. Unbeschwert tanzt du durch den Stadtpark, ohne auf die Reaktion deiner Mitmenschen zu achten. Du tobst mit den Kindern herum und hast deine Sorgen völlig vergessen. Du hörst einen schrecklich langweiligen Vortrag und fängst plötzlich laut an zu lachen. Wie gut, dass du auch als erwachsener Mensch noch ein bisschen verrückt sein kannst. Lieber bist du draußen unterwegs, um ein Abenteuer zu erleben, als zu Hause hinter dem Ofen zu sitzen und vor dem Leben mit seinen vielen Möglichkeiten zu fliehen. Du liebst Herausforderungen und versuchst gerne einmal etwas Neues. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann machst du dich mutig und voller Tatendrang auf den Weg. Meistens erreichst du auch tatsächlich, was du dir vorgenommen hast. Dann blickst du auf den Weg zurück und genießt dieses unbeschreibliche Gefühl, ein Abenteuer bestanden zu haben. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch per E-Mail oder per Post oder hinterlassen Sie einen Eintrag in unserem Gästebuch auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Wir freuen uns auch über einen Anruf von Ihnen. Auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de können Sie übrigens auch die heutige Predigt herunterladen und Sie finden viele weitere Informationen über diesen Fernsehgottesdienst. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Die Stunde des Höchsten jeden Sonntag um 8.30 Uhr und um 14 Uhr. Donnerstags um 0 Uhr, freitags um 6 Uhr und am Samstag um 12 Uhr. Gleich haben wir noch ein paar wichtige Informationen für Sie. Bleiben Sie also dran. Sie wissen, kleine Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft. Ich hoffe, Sie konnten diesen Gottesdienst als ein Geschenk erleben. Das ist jedenfalls unser Wunsch. Falls Sie sich für dieses Geschenk revanchieren möchten, sind wir Ihnen sehr dankbar. Revanchieren können Sie sich dadurch, dass Sie unsere Arbeit rund um die Stunde des Höchsten unterstützen. Mit Gebeten oder mit einem kleinen oder großen finanziellen Beitrag. So wie Sie können. Hinter dieser Fernsehgottesdienstarbeit stehen die Zieglerschen. Damit Sie wissen, wer wir sind und uns lieb gewinnen können, zeigen wir Ihnen folgende Bilder. Erfüllt mit Leben, diese Überzeugung ist für die Zieglerschen Gabe und Aufgabe zugleich. Das traditionsreiche diakonische Unternehmen wurde vor über 175 Jahren gegründet und beschäftigt mittlerweile über 3000 Mitarbeitende in Baden-Württemberg. Insgesamt betreuen die Zieglerschen rund 6000 Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Moderne Kliniken mit guter Infrastruktur bieten Suchtkranken eine alltagsbezogene Rehabilitation. Menschen mit unterschiedlichen Suchterkrankungen sowie Suchtfolge- und Begleiterkrankungen finden unter professioneller Leitung wieder zurück in ein suchtmittelfreies, zufriedenes Leben. Die Altenhilfe bietet Senioren unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Eigenständigkeit zu Hause oder in unseren freundlichen Pflegeheimen so lange wie möglich zu erhalten. Mit großem Engagement werden sie umfassend betreut und gefördert. In der Behindertenhilfe kümmern sich Mitarbeitende liebevoll um junge und alte Menschen mit Hörsprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung. Unser Anliegen ist, dass sich die von uns betreuten Menschen möglichst optimal entfalten können und gleichzeitig auch geborgen wissen. In den Kindergärten und Schulen des Hörsprachzentrums erhalten Kinder mit Hör- und Sprachbehinderung wohnortnah passgenaue Beratungs- und Therapieangebote.
So begleiten wir die Kinder auf dem Weg zu neuen Chancen, zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensträume. Die Jugendhilfe der Zieglerschen bietet jungen Menschen und ihren Familien neue Perspektiven. Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen, sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln. In der Servicegesellschaft der Zieglerschen erbringen wir hauswirtschaftliche und technische Dienste zum Wohl der Menschen, die in den Häusern der Zieglerschen Hilfe und Unterstützung suchen. Gottesdienstfeiern ist ein Markenzeichen der Zieglerschen. Darum haben wir den Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten ins Leben gerufen. Jeder Gottesdienst wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Woche für Woche erreichen die Zieglerschen auf diese Weise hunderttausende Menschen mit der Liebe Gottes, in Tat und Wort. In den letzten Jahren treffen wir in unserer Arbeit immer häufiger auf Armut. In der Altenhilfe begegnen uns arme, vereinsamte Menschen. In unsere Suchtkliniken kommen völlig mittellose Patienten. Unsere Schulen und Kindergärten besuchen Kinder, die mit Armut in der Familie zu kämpfen haben. Deshalb haben wir die Johannes-Ziegler-Stiftung gegründet, um auch diesen Menschen Hilfe anzubieten. Die Zieglerschen, ein modernes Sozialunternehmen mit Zukunft. Wir möchten jedem Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Gott segne Sie. Tschüss.